Hallöchen meine Lieben, herzlich willkommen zurück bei mir auf meinem Kanal. Es gibt wieder ein neues Video, denn auch diesen Monat oder folgenden Monat oder überhaupt und so sind Limited Editions bei mir eingezogen. Also es geht wieder um Limited Editions und zwar für den Monat Mai. Genau. Das stapelt sich hier. Also meine Limited Editions stapeln sich hier. Deswegen kann auch mal sein, dass von davor dem Monat noch einer da reinrutscht. Ne? Ich fange jetzt einfach mal an, ohne groß Geschwafel. Und nehme von Essence den Prime and Studio Hydrating and Skin Refreshing Primer. Ich glaube, ich hatte den schon mal. Probiere den jetzt nochmal aus, weil den hatte ich in einem Tauschpaket. Und ja, wenn dort nichts wird, dann kommt er halt wieder weg. Das muss ja immer gucken, ob die sich verträgt, nicht? Das muss ja immer gucken. Ja. So, das ist jetzt. Okay. So. Oh. Hallo. Da ist ja nichts drin. Oh, doch. Also so ein Primer, ne? Der ist cremig von der Konsistenz. Und er soll halt die leichte cremige Formel mit Kokosnusswasser und Hyaluronsäure spendet deine Haut 24 Stunden Feuchtigkeit. Naja, schauen wir mal. Warum habe ich eigentlich meinen Spiegel schon wieder zugemacht? Ich weiß es nicht. So. Und dann gebe ich mir den einfach mal ins Gesicht. Es wird natürlich wieder ein Fullface werden. Meine Box ist voll. Ich habe ja nicht nur Limited Editions dabei. Ich fülle dann auf halt aus meinem Bestand, der ja stetig wächst und nicht gerade klein ist. Ja. Also so fühlt sich der Primer auf jeden Fall gut an. Primer tue ich wirklich nur auf, wenn ich mich euch so Full Faces schminke. Da habe ich schon gute gehabt, habe aber auch schon welche gehabt, wo ich denke, nee, musste nicht. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt, oh, da kommt ein neuer Primer auf den Markt, den muss ich unbedingt haben, weil ich den wirklich nur benutze, wenn ich mit euch Videos mache und Full Face. Um mal zu gucken, funktioniert es oder nicht. Der fühlt sich jetzt ganz gut an. Hydrating kannst du bei dem Wetter immer gebrauchen, wenn es so kurz trocken ist. Ich habe mir auch schon wieder ein Schwämmchen vorbereitet, was ich nass gemacht habe, gerade unter fließend Wasser. Da habe ich so ein orangenes. Ich glaube, das hatte ich mal im Trash-Paket als Geschenk von der Lisa. Meine ich, das ist so ein richtiger schöner Sponge, so richtig schön weich, schnubbelig, ein schnubbelig, genau. Wir gehen schon mal weiter. Ich will das jetzt noch ein bisschen einziehen lassen, sonst verträgt sich das wieder miteinander nicht. Ich habe mir bei Revolution eine Foundation mal bestellt und zwar eine Flüssig-Foundation. Ich hatte, glaube ich, schon mal einen Stick davon, aber Matte Base, ja. Ich bin gespannt, flüssiges Make-up, Matte Base, Pore Blurring Full Coverage Foundation in der Farbe F3. Ich war jetzt einfach mal so gutgläubig und habe gedacht, Mensch, da könnte passen F3. Schauen wir mal. Weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht. Ich war einfach, wie gesagt, mal so mutig und habe gedacht, könnte passen. Schauen wir mal. Ist noch zu, was ich gut finde, dass das so zugeklebt ist. Wenn man es nicht aufkriegt. Ja, willkommen in meinem Leben hier. Metall im Mund, ne? Nett. Boah, was ist denn das hier? Kriegst du nicht ab. Dann nehme ich meine Pinzette, bevor ich mir hier meinen Zahn ausreiße. Was ist das denn? Na, gut zugeklebt, würde ich sagen. Dann ist das Loch auch zu. Oh mein Gott, ey. Gut, machen wir es ein bisschen frei hier. Und dann gebe ich mir die mal hier auf den Handrücken auf. Ne? Erpfüllt, macht sie. Erpfüllt. Erpfüllt konnte gut passen. Hat einen leichten rosa Touch. Zeig's euch sofort. Ist aber dickflüssig, aber finde ich, hat so einen leichten rosa Touch, ne? Boah. Ich weiß nicht. Naja, wir geben sie jetzt einfach mal auf. Mit meinem Foundation-Pinsel. Pack die schon mal hier hinten hin. Und so Full Faces sind halt auch immer gut für Sachen. Funktionieren Sachen nicht bei dir, bei mir, wie auch immer. Dann kann man sie ausmisten, ne? Und ja. Also der Primer ist eingezogen. Hat noch einen leichten Film hinterlassen.
Aber ich möchte mir... Oh, ich glaube, ich bin heute ein bisschen rot im Gesicht. Ich habe mir Creme, also meine Sonnenschutzcreme draufgetan. Aber sobald ich ein bisschen... Oh, ich glaube, ich habe mir zu viel auf den Arm drücken getan. Sobald ich in der Sonne bin, werde ich rot. Ja, das ist so. Aber, hallo? Bis jetzt, also was ich mir jetzt so aufgebe, hat die eine gute Abdeckung, ne? Vom Feinsten, ey, vom Feinsten. Ich bin ja immer froh, dass ich hier so einen SpongeBob benutze und dann das Make-up einarbeite, weil sonst würde das manchmal nicht so funktionieren. Weil mit dem Pinsel hat man das oftmals streifig. Das kann passieren. Und da ist es gar nicht mal so verkehrt, so mit einem SpongeBob da hinterher zu gehen. Das ist hell. Hallo. Immer schön den Hals runter machen. Das wäre natürlich dann klasse, wenn man die perfekte Farbe hat, weil sonst sieht es auch doof aus. Aber das kann man... Ich werde jetzt einfach mal alles hier nehmen, komm. Ach, was soll der falsche Geiz? Egal. Wir packen uns jetzt mal alles drauf und ich muss jetzt mal eben hier mein Tuch. Den Rest nehme ich hier ab. Ich werde mir mein Tuch hier liegen und werde mir das jetzt hier einarbeiten mit meinem SpongeBob. Ich habe nämlich noch ein Spray natürlich, Leute. Leute von heute, nämlich das Catrice Caviar Gouache. So sieht das noch richtig, ja, durchsichtig aus, aber wartet mal. Wir schütteln das jetzt. Kaufe ich mir sonst eigentlich auch nicht, aber das hat mich angefixt. Von der lieben Heike Alice. Bei der habe ich es gesehen und gesagt, oh mein Gott, das sieht so gut aus. Das ist nämlich ein Limited Edition Caviar Gouache Glow Fixing Spray. Und guckt euch diesen Glow an. Ist das mal Glow? Das ist Glow, ne? Oh, hallo? Mm. Das riecht gut. Okay, mach mal ein bisschen mehr Glow. Mach dir Glow ins Gesicht, Baby. Oh, das ist mega, ne? Mega sieht das aus. Also wenn ihr euch das gekauft habt, ne? Spongy, dann habt ihr nichts verkehrt gemacht, würde ich sagen. So, ich arbeite mir jetzt meine Foundation ein. Oder arbeite ich mir jetzt meine Foundation ab? Man weiß es nicht. Nein, mal gucken. Glow ist doch toll im Gesicht, oder? Oh mein Gott. Gut, ich habe jetzt ein bisschen übertrieben. Ne? Ich glaube, ich habe mir ein bisschen zu viel Spray ins Gesicht getan, aber... Na. 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 Na doch nicht. Na doch nicht. Ach doch nicht. Nö, finde ich eigentlich ganz gut. Und Leute, es ist hier so warm in meinem Kabuff. Da werde ich gleich wahrscheinlich noch mal was nachlegen, ne? Damit man noch ein bisschen mehr Glow im Gesicht hat. Aber das gefällt mir schon mal ganz gut. Also die Foundation passt auf jeden Fall und verträgt sich auch mit dem Primer. So darf das, was bis jetzt da steht, alles bei mir bleiben. Ja, Mr. Glanz hier sowieso, ne? Also das war auf jeden Fall die erste Limited Edition hier, ne? Catrice Caviar Gouache. Yes, und da kommt gleich sofort das zweite. Ah, toller Sponge. Wir legen dich mal nicht so weit weg. Da kommt nämlich gleich der zweite und das ist die Caviar Gouache Face Palette. Yes. Die Lidschattenpalette hat mich gar nicht angesprochen, deswegen habe ich sie mir auch nicht mitgenommen. Aber die hat mich sehr angesprochen und ich muss jetzt erstmal hier versuchen, dass ich das abkriege, ohne dass ich mit meinen Datschen da reingehe. Wo ist meine... Da. Eine Pinzette. Ist immer gut, wenn ihr die im... Hallo? Im Adventskalender habt. Aber warum gehst du die ab? Das ist aber blöd draufgeklebt. Ah ja. Ich möchte da echt nicht reindatschen, ne? So. So, da haben wir jetzt natürlich alles in ein. Ich habe zwei Blushes da drin. Ich habe einen Bronzer und ich habe einen Highlighter. Und ja... erstmal hier Mr. Bronzer, ne? Mr. Bronzer. Und dann nehmen wir mal hier so ein abgeschrieben. Ich habe ja hier, es ist ja nicht so, dass wir aber arme Leute wären, wegen Pinseln.
Ich habe hier genug Pinsel und ich werde mir jetzt hier, guck mal, ist der toll oder was? Dieser bunte Pinsel, den habe ich mir bestellt bei Shein. Ja. Steht das auch da drauf? Ne, da steht gar kein Name drauf. Aber ich wollte mal Shein-Pinsel ausprobieren mit der. Also ich gehe da jetzt mal so rein in den Browser und ja, schau mal, was der so kann, ne? Oh, der ist aber schön. Der ist aber schön warm, hm? Hm? Warum gebe ich dir eine Antwort? Hallo. Doch, manche geben mir Antwort. Angie! Aber ein schöner Bronzer, ne? Ich finde ihn jetzt auch nicht so dunkel. Nein. Ja. Also die Palette, wie gesagt, die Face-Palette hat mich sehr angesprochen. Lidschattenpalette war mir einfach definitiv zu langweilig, ne? Ich bin doch hier nicht langweilig. Nein, nein, hier muss doch Farbe rein. Ja, also ich finde den Bronzer echt toll. Und habe jetzt schon mal eine gesunde Farbe, ne? Ein bisschen hier so. Contouring. Und dann packe ich mir den Rest immer hier so auf meinem Hals. Doch. Ah, gibt eine schöne Farbe. Sehr schön. Und ich dippe da einfach nur immer nur so kurz rein. Ne? Wunderbar. Wir können gleich mit dem hier Blush weitermachen. Ich mache den Pinsel sauber, denn ich nehme den gleichen. Ich glaube aber, dass dieser hier mehr Krabben macht, ne? Der ist sehr dunkel. Ich möchte jetzt den hellen hier nehmen. Und dann, ja, setzen wir uns den mal auf. Aber der verträgt sich sehr gut mit dem Bronzer. Oh. Hallo, 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 hallo. Boah, ich bin da auch nur kurz reingegangen, ne? Super pigmentiert. Wow. Holla. Ja, das macht Spaß. Wenn eine Palette, auch eine Face-Palette so funktioniert, macht das richtig Spaß, damit zu arbeiten. Weil du bist auch schnell fertig, ne? Und musst dir nicht hier eine Stunde lang den Wolf hier pudern, ne? Der ist kräftig, ne? Oh, ein bisschen hier noch verteilen. Hallo. Gesunde Farbe. Steffi, du hast eine gesunde Farbe, würde ich sagen, ne? Hallo, hallo, hallo. Geil. Nicht so weit wegpacken, wir haben ja nur den Highlighter da drin. Tolle Palette. Wow. Wenn ihr euch die mitgenommen habt, Applaus, Applaus, Applaus. So, ich gehe an mein Körbchen, denn mein Körbchen beinhaltet noch. Was beinhaltet das denn? Meine Augenbrauen. Genau, meine Augenbrauen. Und da hatte ich, ich weiß gar nicht, habe ich das. Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich sie geschickt bekommen, glaube ich, eine Brow Pomade plus Brush. In der Farbe. Weiß ich nicht. Ist das jetzt von. Nee, von Essence 2 in 1 Brush und Pomade Inside. Mal gucken, was da drauf steht. Mal eben. In Blond ist natürlich klasse. Passt. Wasserfeste Pomade mit Pinsel zum Füllen und Definieren der Augenbrauen. Ja. Das sieht so aus. Hier habe ich den Pinsel drin und hier ist die Pomade im Deckel. Und jetzt, ja, versuchen wir uns das hier mal aufzugeben, ne? Schauen wir mal. Blond müsste ja passen. Ich gehe da mal so rein hier, so. Und dann gebe ich mir das hier mal auf und gucke, ob das funktioniert. Da haben wir jetzt natürlich kein Spoolie dabei, aber ich habe ja hier auch immer einen da. Meinem Bottich hier. Gut, blond ist relativ, ne? Das ist schon richtig dunkel, finde ich. Aber es ist noch okay. Wenn man es dann ausbürstet und so, da kannst du damit gut leben. Oder? Ja. Aber, ich, doch, das passt sehr gut. Das ist ja hier so meine Lieblingsaugenbraue, ne? Habt ihr dann auch so Lieblingsaugenbrauen? Also die funktioniert super perfekt, die habe ich in 2 Minuten fertig. Aber die andere, die braucht immer was länger. Aber geht auch noch. Also ich bin da jetzt nicht so derjenige, der eine Stunde an Augenbrauen fuddelt. Nee.
Muss ich jetzt auch nicht haben. Ach komm. Dies passt doch wunderbar, wunderprächtig. Ich verlinke euch natürlich alles unten in meine Infobox, wenn ich so ein Full-Face-Make-up mache. Alles andere ja auch immer, aber so Full-Face versuche ich dann wirklich auch alles zu finden, was ich benutzt habe. Ich muss ein bisschen lauter sein, sonst hört ihr mich nicht. Was ich benutzt habe, sollte ich sie nicht finden, dann mache ich auch halt kein Ding da rein, ne? Weil dann ja, ist es halt so. Und wenn man halt manche Sachen vom Action hat, schreibt man Action da rein, aber da ist, glaube ich, online dann auch nicht so, ne? Ja, also finde ich aber gut. Ich finde den gut. Ja. Wollen wir mal gucken. Streichen wir jetzt noch ein bisschen aus. Also kann man gut gebrauchen. Das ist ein Pomadestick. 2 in 1 Brush und Pomade. Sonderpreis steht da drauf. Ich weiß jetzt nicht, wo habe ich den denn her, Mensch? Hat den mir einer geschickt? Ich habe keine Ahnung. So, Spoolie. Bürste das aus, damit das halt auch nicht so hart wirkt und man die Augenbrauen auch noch so ein bisschen buschig hat, ne? Aber ich finde, das ist okay. Vollkommen okay. Leute, ich habe ja auch noch einen Pinsel drin. Den haben wir jetzt ganz vergessen. Oh, von Rebuy the Loop. Den haben wir vergessen. Doch, nee, dann können wir einen Highlighter mit auftragen. So, Lidschattenpalette. Lidschattenpalette. Ich habe hier zwar noch ein Translucent Powder, aber ich glaube, das brauche ich nicht. Da war auch nicht in der Limited Edition. Also nicht, was ich mir mitgenommen habe. Wir kommen jetzt einfach mal zur Lidschattenpalette. Da habe ich mir die Disney Classics Dumbo mitgenommen. Ist der nicht schick? Oh ja. Also das war eine Palette, die mich sehr, sehr angesprochen hat. Ist ja auch schwer. Wollen wir doch mal gucken, ob der eine oder andere sie von euch ja auch mitgenommen hat. Und ja, könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch die Dumbo-Palette habt. Schauen wir mal, welchen Look wir noch damit hinkriegen. Ne? Ich weiß es noch nicht. Ich habe mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht. Aber ich denke, da wird ein schöner Look draus entstehen. Jo, also. Haben wir hier... Nee, guck, wir haben hier gar keine Setting-Farbe. Also muss ich mein Setting-Puder... Translucent. Siehst du, deswegen habe ich das da reingetan. Genau. Damit ich mein Auge setten kann. So, ich nehme so einen kleinen angeschrägten Pinsel von Luvia und sette mir jetzt erstmal mein Auge. Genau, deswegen hatte ich das Setting Puder da reingetan. Weil halt keine Setting Farbe drin war. Aber wir wissen uns ja hier zu helfen. Ich bin gespannt, ich habe schon mal 1-2 Videos gesehen, ja, wo derjenige von der Palette begeistert war. Ich habe aber auch gesehen, wo derjenige von der Palette nicht begeistert war. Ja, weiß ich nicht, schauen wir mal. Ich mache mir mein eigenes Bild und dann gucke ich mal, ja, ob es funktioniert, ob es nicht funktioniert und wie es funktioniert. Ne? Also ich würde sagen... Setting Puder sitzt, ich klebe ab und dann bin ich gleich wieder da und dann versuchen wir mal einen schönen Look zu schminken mit der Dumbo Lidschattenpalette von Essence. Bis gleich. Ich gehe schon mal ein bisschen näher. Nein, näher. Komm, komm zu Mutti. Wacker, wacker. So, da bin ich wieder abgeklebt mit meinen Catrice Klebis. Jo, Leute, mit was fangen wir an, ne? Mit was fangen wir an? Ich nehme erstmal ein bisschen fluffigeren Pinsel. Ja, ich nehme hier den. Ich glaube, das war auch so eine Limited Edition von Essence. Und ich glaube, ich möchte mir hier das Gelb nehmen. Ich möchte mir hier das Gelb nehmen. Und ich möchte, das heißt Fly Around. Oh, hallo, guck mal. Ich möchte mir das auf das ganze Lid setzen. Das ist aber... So, ich ziehe mir das sogar bis oben hin. Das ist ein ganz zartes, leichtes Gelb. Ne? Also da muss man jetzt nicht irgendwie welch Wunder da erleben und denken, huch, das ist hier, wer weiß was. Nein, das ist richtig schön zart. Deswegen möchte ich mir das quasi aufs ganze Auge erstmal geben. Und dann schauen. Gut, wenn man es kräftiger haben möchte, man legt einfach ein bisschen nach. Aber ich finde schon so, sieht man einen Hauch von Gelb, ne?
Finde ich gar nicht mal so schlecht. Und einfach habe ich jetzt mein ganzes Auge erstmal gelb bekommen. Gelb gemacht. Ich hätte es auch blau machen können, weil irgendwie hat die Farbe mich angelacht, auch wenn sie nur so richtig schön zart ist, aber für den Sommer, ne? Meine Güte. Man muss ja auch nicht immer so krabäm, obwohl ich da ja eher so für bin, krabäm, aber so als Unterton das Gelb geben, finde ich gar nicht mal so unübel. Hallo, mein Klebi. Wirst du wohl da bleiben? Und ich habe mir auch nur eine Palette davon gekauft. Man muss es ja nicht übertreiben, jede Palette da eben. Nein, ich habe auch von Catrice mir gar keine gefallen, komischerweise. Aus der LE, da habe ich mir gar keine gekauft. Die haben mich irgendwie überhaupt nicht angesprochen. Aber naja. Die Dumbo-Palette hat mich auf jeden Fall angesprochen. Das sind so meine Tönchen da drin und deswegen habe ich sie mir mitgenommen. So, mein Handtuch. So, gelb ist drauf. Gar nicht mal schlecht, ne? Gar nicht mal schlecht. Und jetzt möchte ich mir einen festeren Pinsel nehmen, feste gebundenen Pinsel nehmen und ja, was haben wir denn da? Ich glaube, ich möchte diese Farbe mir hier nehmen. Das ist I can fly. Ja dann, wollen wir mal gucken, ob du fly kannst, ne? Das ist so ein, ich weiß nicht. Was ist das? Das ist so, ist das grau? Ja, so grau-blau, würde ich sagen. Das setze ich mir nach außen. Das grau-blau. Außen sollte man ja auch immer etwas dunkler sein. Lässt sich gut auftragen übrigens. Und ich möchte mir diese Farbe mir hier rüberziehen in die Lidfalte. Das ist grau-blau. Schwierig wird es gleich für mich bei den ganzen Schimmerfarben, mich da zu entscheiden, welche Farbe ich nehme. Das wird schwierig. Aber die lässt sich echt gut auftragen, ne? Mhm. Mal hier mal noch ein bisschen hin auslaufen lassen, so. Wir haben Fallout, ja. Aber mehr möchte ich mir in die Lidfalte jetzt nicht geben, weil ich möchte das da nicht so dunkel haben. Ich nehme immer nur so den Rest von dem Pinsel, wenn man es nicht so dunkel haben will in der Lidfalte, nimmt man einfach den Rest von dem Pinsel, den man jetzt, die Farbe, die man noch da drauf hat, und zieht es einfach hier so rüber. Und dann hat man halt etwas Dezentes, ne? In der Lidfalte und nicht so viel. Bis jetzt gefällt die Farbe ganz gut. Ich kann es nur irgendwie nicht definieren. Blau, grau, blau. So ein bisschen abputzen, weil ich möchte mir hier noch ein bisschen vorne hingehen. Lässt sich auch gut verblenden. Doch. Bis jetzt gar nicht mal schlecht. Bis jetzt gar nicht mal schlecht. So, jetzt möchte ich mir ein bisschen Glitzer, Glitzer. Glitzer, Glitzer. Wir haben genug Glitzer hier drin, Leute. Wir haben genug Glitzer. Was würde denn so... ich glaube, ich möchte mir diese Farbe hier nehmen. Das ist... Zirkusstar. Das ist so ein Gelb-Blau gemischt. Und das möchte ich mir mal hier hinten hingeben. Okay, das ist ein Ton, ein Topperton. Den sollte man... Darunter sollte man Klebi machen. Sehe ich gerade. Machen wir. Vorsicht. Nein. Oh, es ist nichts kaputt gegangen. Halleluja. Noch nicht mehr der Spiegel. Okay, wir legen sie hin. Oh mein Gott. Das war Glück und Unglück, ne? Mein Klebi. Genau. Ich habe ja hier diesen... Zweckentfremde, sowas. Ja, ich bin ja hier pragmatisch unterwegs. Ich will gucken, dass ich nicht so stoße schon wieder. Hier diesen Reba Loves Me Bobo Vibes
Eye Gloss. Den gebe ich mir immer gerne da drunter und dann klebe ich mir das hier so quasi auf. Nehmen wir einen anderen Pinsel. Ein kleines Buschpinsel. Dann geben wir hier ein bisschen Klebi hin. Und dann geht das nämlich viel besser mit dieser Farbe. Das zeige ich euch jetzt mal. Ja, bewusst wie. Und schon haben wir das Glitzerle mir um die Augen. Genau. Muss man halt. Es gibt natürlich auch richtige Kleber, ne? Aber ich habe mir den jetzt irgendwie, den nehme ich immer dafür und es funktioniert. Funktioniert richtig klasse. Jo. Und jetzt gebe ich mir den auf die andere Seite auch. Mal gucken, bis wohin ich gegangen bin. Und dann gebe ich mir die Farbe nämlich da auch schön drauf. Und dann haben wir das erste Glitzer doch schon hier am Auge. Ich kann meine Klebis abmachen. So, kleiner Finger, Ringfinger, Farbe. Ist schön die Farbe, ne? Doch. Boah. Die macht Lärm am Auge. Auf jeden Fall. So, zieh mir richtig schön hier die Linie auf der anderen Seite auch und dann kann ich nämlich meine Pflaster abmachen. Guck mal. Guck mal, da ist sie ja. Schicobello. Machen wir hier schon mal Fallout ein bisschen weg. Lässt sich immer gut mit dem Pinsel wegmachen. Guck mal da. Tralala. So, weiter geht's. Weiter geht's. Welche Farbe wollen wir denn als nächstes? Ich glaube, wir nehmen die hier, oder? Das ist doch mal ein schönes Blau, ne? Heißt Bubble Bath. Wollen wir mal gucken, das wird ohne Klebi funktionieren. Boah. Und den geben wir uns hier. Voila. Den gebe ich mir ganz hier aufs Auge. Wahnsinn. Wow. 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 So ein Eisblau. Hier ist heute was los. Mein Tisch ist zu klein. Ich brauche einen neuen Tisch. Ich brauche ein neues Zimmer. Ich brauche ein neues Haus. Leute, das Blau hier macht sowas von Krach. Oh mein Gott, was ist das? Tolle Farbe. Tolle Farbe. Und ich finde, da passt das Gelb auch ganz schön gut zu, ne? Ja klar, die Farben sind ja auch alle aufeinander so abgestimmt in der Palette. Ach komm, das ist ein schönes Eisblau, ey, wirklich. Wow. Ha. Einmal Finger sauber machen. Weil sonst kriegen wir nicht mehr Farbe drauf. Das Blau muss strahlen. Zieh das auch hier in meine Glitzerfarbe hier hinten. Verträgt sie wunderbar. Gott, ist das schön. Das ist schön. So, jetzt möchte ich mir nochmal hier mein Gelb nehmen. Und mir hier oben noch das schön verblenden. Andere Seite auch. Und dann noch mal in I Can Fly. Und dann einfach hier schön. Na, falscher Pinsel. Mein angeschrägter muss das doch sein. So, genau. So wird ein Schuh draus. Einfach nochmal so ein bisschen nachlegen, wenn es ein zu wenig war. Oder wenn man sich irgendwie Farbe abgenommen hat, das kann ja auch mal sein, ne? Also, echt, also tolle Farben, kriegt man wunderbar aufs Auge. Doch,
So, obenrum fertig quasi, ne? Gehen wir mal nach unten. Müssen wir eben noch hier ein bisschen blau nachlegen. Ja, komm, wir legen blau nach. Immer und immer wieder. So, nach unten. Ich habe echt ein Problem, ne? Mein Platzproblem, mein Platzproblem. Kinder, ja, untenrum, untenrum. Untenrum, untenrum. Ich möchte mir untenrum auch dieses grau-brau-blau, ich weiß es doch auch nicht. Ich nehme den angeschrägten, nein, nehmen wir nicht. Doch, nehmen wir wohl, aber müssen wir es sauber machen. Weil da habe ich ja den Klebi dran. Das ist irgendwie, ne? Nochmal rein in die Palette und dann werden wir hier den unteren Wimpernkranz auch mit diesem Blau. Oh, ich schlafe mich tot, keine Ahnung. Hier so den Anschluss hat an die Farbe, die oben ist, finde ich das immer sehr harmonisch. Und dann möchte ich mir aber, glaube ich, noch eine andere Farbe aufgeben, weil die Palette schreit förmlich nach einem Look, wo man alles benutzen möchte. Welche nehmen wir uns denn jetzt für unten noch? Ich finde, es sollte ein bisschen heller werden. Ich glaube, wir nehmen Mrs. Jumbo. Mrs. Jumbo ist ein lila, holographisches Lila. Und das setze ich mir hier hin. Ah, das ist wirklich so ein ganz, ganz, ganz zarter Ton. In wirklich holographisch Lila. Siehst du fast gar nicht. Muss man ein bisschen aufbauen. Aber wenn man den aufbaut, dann sieht man den auch etwas. Ja. Dann ist das kein Thema. Also hier hinten auch in dieses Grau reinfließen und fertig ist die Chose. Genau, fertig ist mein Look. Mein Look, nein, noch nicht ganz, aber die Lidschattenpalette. Und ich muss sagen, ich finde sie toll. Ich habe kein Problem gehabt mit den Farben. Ich finde die Dumbo-Palette toll. Man kann da noch viel, viel mehr schöne Looks mit schminken. Aber das Blau, das musst du natürlich auch mal im Auge drauf. Ne? Also echt, echt tolle Palette hat Essence da wieder gemacht. Und weiter geht's im Text. Und zwar mit dem Highlighter. Mit dem Highlighter, genau. Mit meiner Caviar Gouache Palette. Ups, hier oben ist eine Schraube jetzt raus. Siehst du? Ist doch etwas kaputt gegangen. Naja, ist egal. Wir nehmen jetzt den Highlighter hier. Und den setze ich mir erstmal in meinen Inner Corner. Dann nehme ich mir hier meinen angeschrägten Pinsel. Und dann. Der hat Gold. Boah, der ist so Gold. Goldrosé, würde ich sagen. Schön hier unter die Augenbraue noch ein Highlight setzen. Also, wir wissen ja alle, wer sich so ein bisschen mit Make-up beschäftigt, weiß, Catrice macht richtig geile Highlighter. Das muss man denen echt sagen. Also da muss man sie loben. Die machen super Highlighter. Mir gefallen die richtig, richtig gut. Und die siehst du auch. Ist nicht so, dass die irgendwie nicht auffallen, ne? Die haben Krabam. Und der hat hier auch Krabam. Und muss sagen, der macht einen schönen Inner Corner hier, ne? Zieh mir den hier rein und ich ziehe mir den oben ein bisschen rein, damit wir hier noch so ein bisschen Glanz drin haben. Auf der anderen Seite auch. Und hier unten rein. Hier ist ein bisschen viel geworden. Mal eben hier wegnehmen. Mit dem Finger kann man das eigentlich ganz gut. So. Ja. Mal gucken, was er gleich wangen kann, aber der ist schon klasse, ne? Also wie gesagt, wer sich die Palette gekauft hat, hat überhaupt nichts verkehrt gemacht.
die ist toll. So, Stippling Blush, Entschuldigung. Und dann gehe ich durch den Highlighter und setze mir den hier auf. Oh, guck mal. Der ist schön, ne? Oh, ja, der kann. Ich sag ja, der kann. Guckt euch das an. Gut. Also da musst du, wenn du willst, vorsichtig sein. Sonst hau drauf. Egal. Lippenherz. So. Ich bin zufrieden. Das ist eine mega tolle Face-Palette. Ja. Die wird wohl auch des Öfteren mal hier in Gebrauch kommen. Boah, da hat man keinen Fehler gemacht, wenn man sich die gekauft hat. Ein Träumchen. Träumchen. So, wir kommen Mascara. Wir kommen zu Mascara. Und da habe ich die Avon Legendary Length Mascara. Die habe ich geschickt gekriegt von meiner lieben Angie. Ich möchte die jetzt ausprobieren. Ich bin gespannt. Ich hatte mir zwar auch Lashes hier hingelegt, aber ich glaube, die lasse ich weg, weil die soll richtig krabem krabum machen. Und jetzt haben wir doch nicht den Pinsel benutzt. Ihr sagt aber auch nichts. Naja, kommt im nächsten Schminki rein, läuft nicht weg. Ich mache mir die Avon Mascara drauf. Vorher. Und dann sehen wir uns gleich nachher wieder. Und zum Finale mit dem Lippi. Und der so schön aus. Also bis gleich. Hallöchen, da bin ich wieder. Ich zeige euch die. Das ist so eine tannenförmige mit Gummiborsten. Mit Leute, die macht sowas von geile Wimpern. Das ist der Hammer. Also eine richtig geile Mascara von Avon. Wow, Legendary Lengths. Richtig geil, ne? Also ich habe ja wirklich, wollte ja eigentlich noch künstliche Wimpern drauf tun, aber das mache ich garantiert nicht, ne? Ich komme gleich nochmal nach. Also, die macht klasse Wimpern. So, jetzt kommen wir hier zum Finale. Und da habe ich nämlich einen wunderschönen Lippi. Einen wunderschönen Lippi. Und das passt, glaube ich, hier von der Dings hier nicht zusammen mit dem... Ah, doch, nehmen wir einfach mal. Ich habe nämlich einen Lip Liner, den ich auch mal jetzt ausprobieren möchte, von Evelyn Cosmetics. In der Farbe Automatic Lip Liner. Warum sind die eigentlich immer noch so zu? Gut, damit man sie nicht auf, damit man sie nicht aufkriegt, genau. Damit hat keiner immer da alles ausprobieren. Aber man hat auch Tester, Leute. Und wenn ihr das doch im Versandhandel habt, oder die Dinger noch nie zu geben. Da kriege ich Ausschlag. Leute, da komme ich ins Schwitzen, ne? Das ist der Wahnsinn. So, haben wir es jetzt? Wir haben es. Oder besser gesagt, wir versuchen es, weil es will. Ja, es will, es will. So, das ist diese Farbe und ich finde, die passt eigentlich, glaube ich, ganz gut zum Lippenstift. Mal ausprobieren. Ich habe so viele Lip Liner, Leute. Oh, so viele. Gefühlt braucht man die irgendwie nicht. Aber es ist eigentlich sinnvoll, ne? Naja. Er wird jetzt doch nicht so genau zum Lippenstift passen, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich finde den ganz schön von Evelyn Cosmetics. Und jetzt aber, Leute, jetzt. Ich habe mir auch, also ich habe mir von Catrice doch was mitgenommen, nämlich den Disney Classics Marie Lippenstift. Ja, also wirklich keine Palette von Lippenstift, aber der hat mich so, ach, guckt euch doch mal dieses Packaging an. Das hat mich sowas von angefixt, ne? Dieses Muster da drauf. Ich musste den einfach mitnehmen. Mir hat die Farbe gefallen in der Farbe Satin Lipstick 010. Es ist einfach viel zu schade, um zu gebrauchen. Da steht nochmal Disney Classics drauf, vorne. Aber wir müssen den jetzt gebrauchen, weil ich will ja wissen, wie der aussieht auf den Lippen. Also, Prost. So süß auch, ne? So ein schönes Rosa. Gut, es passt jetzt wirklich nicht zum Lip Liner, aber
Der mischt sich noch ein bisschen da rein. Dann ist es eh nicht so schlimm. Ach, der ist aber schön. So Korall, ne? Mhm. Doch, verträgt sich ganz gut. Fertig. Nein, noch nicht fertig. Wir geben uns jetzt noch einen extra Sprüher-Glow ins Gesicht. Kommt noch. Wir gönnen uns ja sonst nichts. Hallo? Ja, jetzt bin ich fertig. Und jetzt muss ich diesen sein. Mein fertiger Look zu den Limited Editions für den Monat Mai, meine Lieben. Sehr schön. Also ich mag es, ich bin begeistert. Ich finde die Palette funst ohne Ende, besonders dieses Blau, ne? Ich komme ja jetzt mal euch entgegen. Dann könnt ihr das mal mit den Wimpern sehen, ne? Das wäre ja hier grotesk gewesen, mir da Wimpern aufzukleben. So, das ist der fertige Look mit der Dumbo-Palette von Essence. Und das sind die Wimpern. Mit der Avon-Mascara. Ist schon geil, ne? Und das ist der Lippi. Verträgt sich doch ganz gut mit den Lip Liner, ne? Ja, also ein wunderschöner Look ist entstanden, finde ich. Wie findet ihr es? Also man kann damit gut einen Look schminken mit dieser Palette. Besonders mit diesem Blau kann man auch immer noch ein bisschen, finde ich. Wir gehen nochmal mit dem Fingerchen rein. Hier hinten kann man immer noch ein bisschen nachlegen. Weil es flutscht einen doch mal irgendwo was, vielleicht das ein oder andere in die Falte. Und da gibst du einfach noch ein bisschen auf und dann hast du wieder Krabben auf dem Auge, ne? Das ist einfach, ich finde es schön. Schöne, solide Palette. Ein toller Look ist entstanden. So, meine Lieben, das war's. Das Video ist wieder lang genug geworden. Habe ich ein No-Go unter diesen Limited Editions Video? Nein. Ich finde alles toll. Es hat sich alles super vertragen. Eine schöne Base, also diese Face-Palette ist göttlich von Catrice. Ich finde es einfach schön. Schön und passend, meine Lieben. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend. Haben wir hier noch was drin? Nein. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Also, bis dahin. Tschüss.